Nummer 23. Ja, ein Tag vor Heiligabend. Ich mache mich heute mal wieder fertig, nachdem ich gestern den ganzen Tag einfach nur im Bademantel rumgelaufen bin. Ich meine, wofür auch? Habe ich mich heute mal angezogen, werde mich jetzt mal ein bisschen schminken. War ich jetzt auch seit Dienstag nicht mehr. Sehr ungewöhnlich für mich. Aber ich muss gucken, dass ich einfach wieder ein bisschen in die Gänge komme. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich heute oder dass es mir heute schon besser gehen wird, weil gestern der Tag war eigentlich relativ okay, auch wenn ich nicht gut geschlafen habe. Heute Nacht habe ich dafür relativ gut geschlafen und auch zu relativ normaler Zeit. Also ich bin für meine Verhältnisse, ich bin glaube ich 9:30 ins Bett gegangen. Das ist für mich eigentlich jetzt nicht so ungewöhnlich. Und bin um 7:45 aufgestanden. Aber irgendwie fühle ich mich heute ziemlich, ziemlich schlapp, muss ich sagen. Aber ich schätze mal, dass das am Husten liegt, weil der jetzt seit gestern Abend sehr stark rauskommt. Also hatte ich die ersten Tage nicht oder kaum und jetzt. Und der kommt so richtig aus der Hölle, ne? Also das ist so ein richtig tiefer Husten. Ich meine, besser als so ein trockener Husten, wo man ständig diesen Hustenreiz hat. Also das ist so schon besser, wenn sich das alles löst. Ist genauso wie beim Schnupfen. Das ist auch jetzt nicht super festsitzend, sondern es kommt raus. Aber dieser Husten ist einfach so krass anstrengend und ich merke das jetzt mit dieser Kurzatmigkeit wieder. Es ist eigentlich wirklich genauso wie bei meinem ersten Mal Corona und wie es wahrscheinlich bei ganz vielen verläuft oder verlaufen ist. Aber das schlaucht. Also, das ist echt super anstrengend. Dieser Husten und einfach dieser Druck und man fühlt sich einfach, als wäre man nur mit halber Kraft unterwegs. So kann man sich das, finde ich, sehr gut vorstellen. Und ja, deswegen fühle ich mich heute echt kaputt. Ja, aber es nützt nichts. Ich muss einfach versuchen, ein bisschen dagegen anzukämpfen. Weil morgen ist Heiligabend und da wollte ich nicht den ganzen Tag einfach vor mich hin vegetieren. Und wir haben jetzt mit der Family so einen Plan B gestrickt. Also meine Schwester schrieb ja am Dienstag schon, als ich ihr erzählt habe, dass ich Corona habe, dass wir irgendwie eine Lösung finden und hat mich damit echt aus meinem großen Loch wieder rausgeholt, weil ja, ihr habt vielleicht das Video gesehen, ich war wirklich total fertig, als ich das erfahren habe mit meinem positiven Test, weil ich gedacht habe, okay, ich sitze Weihnachten alleine zu Hause. Aber meine Family hat gesagt, nee, du kommst zu uns, wir regeln das irgendwie und ich werde mich irgendwo in einen anderen Raum setzen, also in einen angrenzenden Raum. Schätzungsweise in unseren Wintergarten einfach. Tür auf, Ofen an. Und dann habe ich da mal einen kleinen Extratisch. Ist eigentlich auch echt traurig, aber für mich ist das 100-mal besser, als alleine zu Hause zu sitzen. So einige hatten mir auch so den Tipp gegeben, mach doch so einen Videochat oder sowas, aber wir haben keine iPads oder Laptops oder sowas. Also wir müssen das mit dem kleinen Handy machen. Das ist auch irgendwie doof. Nee, aber das war auch von vornherein irgendwie klar, dass wir das irgendwie so hinkriegen, dass ich mich halt mit Sicherheitsabstand dahinsetze. Ja, wird trotzdem super komisch sein. Muss mir auch die Hände desinfizieren, bevor ich den Hund anfasse. Aber ja. Besser als nichts. Also, ich bin mit der Lösung schon sehr zufrieden. Ja, und am 25. denke ich mal, werden wir das genauso machen. Da wollten wir zusammen Mittag essen. Kann der extra Tisch für mich stehen bleiben.
Und aber abends natürlich, meine Schwester feiert ja in ihren Geburtstag rein, sie hat so eine Location angemietet und ja, da werde ich natürlich nicht dabei sein. Das ist klar, also das geht halt dann auch nicht mit Sicherheitsabstand. Das muss ich dann sausen lassen. Und am 26., wenn dann ihr Geburtstag ist, werden wir aber nochmal zum Kaffee, Kuchen und Abendessen hinkommen. Vielleicht bin ich bis dahin ja schon negativ. Also sind dann ja noch ein paar Tage. Aber ich glaube, selbst dann würde ich mich einfach, solange ich noch huste, trotzdem in einen anderen Raum setzen. Jo. Alles ein bisschen doof, aber wie gesagt, das ist für mich schon mal eine viel angenehmere Lösung, als zu Hause zu sitzen. Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Jo. Ich werde morgen nichts hochladen. Also ich werde dann mein kleines, einsames, komisches Weihnachten so ein bisschen mitfilmen bestimmt und euch dann, weiß ich nicht, vielleicht am 27. oder sowas Vlogmas 24 hochladen. Aber also morgen wird definitiv nichts kommen. Ich weiß noch nicht, was ich heute noch filmen soll. Ich meine, an sich passiert ja schon wenig Spannendes bei mir. Aber jetzt, wo ich auch noch zu Hause eingesperrt bin. So, the power of Make-up. Man fühlt sich ein bisschen besser. Ein bisschen. Ich habe gerade eben nebenbei noch mit einer Kollegin gewhatsappt, die gleichzeitig mit mir positiv gewesen ist, also auch seit Dienstag. Und ihr Sohn hat sich jetzt auch angesteckt seit heute. Mann, ey. Die tun mir auch richtig leid. Der war die letzten Wochen schon immer krank. Kam gar nicht richtig auf die Beine und jetzt noch Corona obendrauf. Ey, meine Güte. Der wird auch ein ganz tolles Weihnachten haben. Aber vielleicht, ich hoffe, er bekommt ein richtig cooles Geschenk, womit er sich dann einfach ablenken kann. Ja. Euch möchte ich jetzt auch, ich muss mal da reingucken, ich gucke mich immer selber an, da ist die Linse. Euch möchte ich jetzt auch erstmal danken, dass ihr meine kleinen Alltagsschnipsel jeden Tag angeschaut habt. Dankeschön für euer Feedback, für eure super lieben Nachrichten, gerade als meine kleine Hiobsbotschaft mit Corona kam. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, ich wünsche euch und euren Liebsten ein ganz, ganz schönes, besinnliches Weihnachtsfest und einfach ein paar schöne, ruhige, entspannte Tage. Und wenn es euch so geht wie mir, wenn ihr auch krank seid, das haben mir auch super viele geschrieben, dass sie entweder Corona haben oder Grippe haben. Also Leute, ich wünsche euch gute Besserung und machen wir einfach das Beste draus. Das Jahresende ist ein bisschen verkackt, aber dann startet das neue Jahr hoffentlich besser und wir starten voll durch. Ja, macht es gut und wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Ciao, ciao.